Der Ethereum-ETF knackt die 1-Milliarde-Dollar-Marke im ersten Monat. Der iShares Ethereum Trust, Ether, übertrifft 7 weitere Emittenten deutlich in Nettozuflüssen. Trotz des Erfolgs von BlackRock bleibt das Gesamtergebnis der Ethereum-Spot-ETFs negativ, mit Abflüssen von 46,5 Millionen US-Dollar. Während der Ether über 1 Milliarde US-Dollar an Nettozuflüssen erreichte, verlor der ETE von Grayscale 2,5 Milliarden US-Dollar. Investoren stoßen Grayscale-ETF-Anteile aufgrund hoher Gebühren ab, was den Erfolg der BlackRock-ETFs beeinflusst. Analysten bezeichnen den Start der Ethereum-ETFs dennoch als den zweitbesten in der ETF-Geschichte. Ether handelt derzeit bei 2.635 US-Dollar, ein Anstieg von 1,85% im Vergleich zum Vortag. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.